Heute zu Gast bei mir im Studio ist ein Mensch mit vielen Titeln. Er hat gesagt, ich darf ihn Marc nennen. Marc Benecke. Der Kölner ist seit über 20 Jahren Kriminalbiologe, international auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forensik aktiv. Eine weitere Hauptbeschäftigung von Marc Benecke ist die Auseinandersetzung mit dem klinischen Vampirismus. Er ist NRW-Landesvorsitzender der Partei und veröffentlicht nebenbei zahlreiche wissenschaftliche Artikel, diverse Sachbücher sowie Kinderbücher und Experimentierkästen. Er ist auch Vorsitzender des Vereins Pro Tattoo und zudem internationaler Mitgliedschaftsvertreter der NAFEA. Das könnt ihr bitte selber googeln. Lieber Marc, herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, an unser Projekt der Stadt Bestes das Positive in der Krise teilzunehmen. Deutschland erlebt zurzeit, wie viele Länder um uns herum auch, einen zweiten harten Lockdown. Eine Ausnahmesituation, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Die Krise betrifft alle Teile der Gesellschaft in unterschiedlich harter Ausprägung. Lieber Marc, wie hast du die Krise seit dem ersten Lockdown persönlich erlebt? Gab es berufliche oder vielleicht sogar private Einschränkungen? Wie war das bei dir? Also es sind viele Veranstaltungen ausgefallen, Vorträge, wo viele Leute normalerweise zuhören, und ansonsten, weiß ich nicht, habe ich viel zu tun gehabt, was ich sonst zu Hause halt erledigen muss. Das war eigentlich eher was Gutes, aber du wolltest ja eher was Schlechtes hören. Also das Schlechte war es, wenn überhaupt, dass viele Veranstaltungen ausgefallen sind. Du bist halt sehr oft und sehr viel unterwegs und das ist ja wahrscheinlich der Grund, was du als schlecht empfindest, weil du natürlich auch gerne... Och, ich empfinde das nicht als schlecht, aber du wolltest ja was Schlechtes hören. Also es ist halt, es ist, wie es ist. Also was gut oder schlecht, ist ja sehr relativ. Wenn das einzig Schlechte ist, ist es ja super. Dann hättest du ja quasi nur was Positives für uns zu berichten. Denn das ist meine zweite Frage. Es gibt ja nun viele Leute, die genau das machen. Die sagen, so schlecht ist die Krise gar nicht. Sie hat nämlich positive Aspekte und die hat man erlebt. Wie war das bei dir? Hast du positive Dinge in der Krise erlebt und vielleicht sogar durch Dritte, durch Teil, zuteil geworden? Kann das sein? Ja, also ich konnte viele Sachen mal im Labor aufarbeiten. Wir haben ja viele Fälle, vieles simmert so vor sich hin. Das haben wir dann mal wirklich durchgearbeitet, viele wissenschaftliche Artikel fertig gemacht. Zum Beispiel meine Literaturliste, die gab es noch nicht mal komplett fertiggestellt nach so einem bestimmten System, was heutzutage wissenschaftlich verwendet wird. ORCID heißt das. Und viel gekocht. Ich meine, das machen wir sonst auch, dass wir uns den Kram selber kaufen auf Tour, weil es halt nie was Vernünftiges zu essen gibt. Aber das können wir ja nicht warm machen. Meistens in irgendeinem Hostel gibt es natürlich keine Herdplatte. Also jetzt konnten wir es auch mal warm essen. Das war auch ganz angenehm. Ja. Und so ist dir dann auch mal so bewusst geworden, dass es vielleicht wirklich Leute gibt, die jetzt dir besonders nahestanden in bestimmten Bereichen oder besonders dir zuvorkommt, irgendwas geleistet haben, wo du sagst, stimmt, das war eigentlich ein Moment innerhalb der Krise. Ja, also ich war sehr erstaunt. Ich mache beim Insektensommer mit, da bin ich so das Gesicht von der Aktion. Man soll ein bisschen um sich gucken und den Insekten Nahrung bieten, aber jetzt nicht einfach nur Zuckerwasser, sondern halt die Pflanzen, die wirklich wachsen, und auch nicht irgendeine Samenmischung, sondern das, was wirklich da wächst, wo es halt auch wirklich wächst. Weil da die Insekten, die hier rumfliegen, sind auch die, die die echten Pflanzen brauchen und nicht irgendwelche Geranien, die aus weiß ich nicht woher kommen. Und dann habe ich das einfach mal ins Netz gestellt. Und das war Wahnsinn. Also da haben wir dann, ich bin gar nicht mehr fertig geworden, da habe ich tausende von Fotos von den Leuten online gestellt, die also Tiere fotografiert haben, die sie gesehen haben. Und dann haben wir die gemeinsam bestimmt. Und dann habe ich eine riesen Seite gemacht, wie man die bestimmen kann. Also das war wirklich, das war völlig unerwartet, wie gut das auch geklappt hat. Also da, es war, manche Leute wollten nur ein bisschen gelobt werden. So, ja, ich habe ein schönes Foto gemacht. Wurden die auch dann natürlich von den anderen gelobt, aber sehr viele haben sich wirklich mal reingefuchst und das erste Mal in ihrem Leben sich die Tiere angeguckt, auch achtbeinige Tiere, auch andere, also jetzt nicht nur Insekten, die haben ja sechs Beine, aber hauptsächlich sechs, acht und ja, mehrbeinige Lebewesen. Das war völlig unerwartet, wirklich. Spannend, das sagt uns Marc Benecke. Herzlichen Dank für dieses kurze Gespräch. Ja, sehr gerne.